Alter. Na, jetzt fängt ihr mir, dass ich mir die Haare noch schneiden muss. Oder sowas. Stellt mal vor, Alter. Ja, gar nicht. Interessant, wenn die Luftfeuchtigkeit in der Halle steigt. Jetzt gerade ist es kälter geworden, merkt man richtig. Sind meine Haare kräuselig geworden. Hat sich richtig aufgestellt. Geil. Work over, Alter. Ja, die nächsten Jahre nicht. Ich habe schon so ein paar Fälle gehabt, wo ich auch schon mal, ne, getüdelt. So, Funnerpacken hat es gereicht, genau. Alter, ist. Nee, komm. Und dann fällt das am Morgen auch so scheiße werden. Alter, Marc, schlaf gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, Hickmack, der kann auch nicht arbeiten. Der hat auch Corona. Das ging hier überall rum. Moin Michael! Eine Hoftour wäre übelst nice. Können wir machen. Was, wenn einer Bock auf eine. Dann schrauen Unrecht sowieso. Okay, hat mir gerade noch eine Nachricht geschrieben. Ich, ne? So hier. Ja, ich würde auf jeden Fall gleich mit ihm nochmal schnacken wegen der Dreier-Geschichte. Das ist echt unglaublich. Und ich schwöre, unglaublich. Pass mal auf. Wer will den Hof noch mal sehen? So zum Abschluss des Tages. Mit Taschenlampe. Sollen wir eine Hoftour machen? Oder wollt ihr keine Hoftour sehen? Oder wie ist das? Einzelchat für ja, zwei für nein. Ich lasse mich überraschen. Oh gut, ich sehe ganz schön viele Einsen. Okay, ja, okay, ihr habt mich überzeugt. Ja, okay, komm mal. Bewege ich meinen Arsch. Ich bewege meinen Arsch noch mal. Komm. Muss ja auch mal gemacht werden. Alter, das ist aber. Nee, aber das mit dem Trecker, das riecht mich gerade richtig auf. Nee, gar nicht mal, auch wenn er mich jetzt entschädigt und sowas. Das ist ja alles schön und gut. Und weil ich da, wenn er mir da 10 Mark noch vergibt oder sowas, so, dem Motto, sorry, Alter, oder so, ne? Das ist ja alles ganz gut und alles ganz toll und wunderbar, aber allein die Nummer, dass ich jetzt hier stehe wie ein Idiot vor meiner Frau und vor allem meinen Leuten, oder auch vor Michi, Alter. Michi, der war gestern hier, gestern Abend, weißt du? Und hier, der wollte den L200 eigentlich mitnehmen. Ey, er wollte den L200 mitnehmen. Eigentlich den Lader hier lassen. Ich sag, Alter, ich brauche den Wagen morgen hier. Lass uns mal hier ein paar Spieler machen oder was. Und jetzt stehe ich da wie ein Idiot wieder. Das ist unglaublich. Echt, also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr rege ich mich auf. Pass auf, Hoftour. Seht ihr, was Phase ist? Hier, der Polo, der 1,4, ganz schön kalt geworden, ne? 1,4er Polo, man kennt ihn. Der Automatik aus Hamburg. Der ist noch unberührt von der Ablader-Aktion tatsächlich, weil wir seitdem, direkt danach hatten wir Corona, dann konnten wir nichts mehr machen. Hier ist noch der Audi A4, der silberne, mit platten Reifen und wahrscheinlich haue ich ihn bald auf den Schrott, weil so richtig Sinn macht das Ding das auch nicht mehr mittlerweile. Hier ist Michi sein L200. Komplett vorne hingestellt auf letzten Gurkenplatz. Armes Ding. Weil ich fahre lieber noch mal einen Kackbuch. Den kann ich besser als das neue Auto hier. Dann haben wir hier den Mercedes aus dem Video, den ihr jetzt heute gesehen habt. Der geht tatsächlich aber auch hier. Der geht jetzt Italien. Ich glaube, morgen, übermorgen geht er wieder weg. Hier ist der Passat. Die jetzt Nicole und Christian kriegen. Den habe ich jetzt hier hingestellt, weil ich die Bremshaltung ausgebaut habe. Die linke hinten links, die ist raus. Weil hier, ich habe mir neue bestellt. Komplett neu. Ne? Ja, der kriegt neue TÜV und der ist schon verkauft. Der hat schon einen festen Kunden. Der kriegt einen, Carsten kriegt den. Ne? Der hier, der geht ja auch weg. Der wird getauscht. Werdet ihr sehen, wogegen ich tausche. Den hier, der geht jetzt weg. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Mal schauen. Die Black Pearl. Chevrolet EPK. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Hier, Omega, man kennt ihn, steht noch unverändert. Der hier wurde übrigens nicht von der Feuerwehr zersägt. Stattdessen wurde der Twingo von der Feuerwehr zersägt. Wisst ihr warum? Weil ich dieses scheiß Auto nicht fahren konnte. Die Bremsen sind fest. Ich habe es dann angemacht und hat es angefangen, Benzin zu pissen, bis zum geht nicht mehr. Und da war ich den Abend noch ziemlich in den Arsch gewesen, körperlich. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, ja, dann stellst du den Twingo dahin mit der kaputten Kupplung. Eigentlich war der ganz gut, der Twingo. Habe ich einen guten Twingo bei der Feuerwehr das Dach absägen lassen. Läuft, ne? Da steht auch ein Marx hinten bei der Feuerwehr. Du musst den Teil noch abholen. Mache ich morgen. Ich habe ja Zeit für jetzt. Hier, A-Klasse. Hat es schon ein neues Domlager drin, aber ist immer noch voll am Aufschieben, das Ding. Eigentlich ist es schon fast fertig, aber man kennt ihn. Man kommt ja zu nichts. Hier, Daihatsu für den Autohandel. Haben schon die ersten Rostlöcher gefunden. Warte, ich muss dieses Dating-Ding mal wegmachen. Ich bin immer schneller als der Moderator, weil ich das mache.
Nee, es geht nicht, scheiße. Ach so, nee, Doktor war jetzt mal schneller. Doktor, saubere Arbeit. Hier, der hat auch ein ganz nützliches Rotzloch. Hier, hier drin. Seht ihr da? Da. Da ist er durch. Der Rost ist meistens nach innen weg. Das ist eine typische Daihatsu-Roststelle. Die kann man auch relativ gut machen, aber ziemlich nervig. Hier, das ist die Epica. Guck mal. Eine ganz coole Karre. Ich finde die Optik richtig schick. Ne, aber halt technisch ist alles irgendwie Daihatsu und Opel. So ein Mix aus Daihatsu und Opel ist das. Ist irgendwie alles mit drin. Ne? Aber hier seht ihr. Sieht ja wieder richtig schnurker aus, das Ding. Hier. Der Trabi ohne Nase steht hier draußen, weil ich habe drin da keinen Platz zurzeit. Hab ich mal eben hier eine Plane auf den Vergaser geschmissen, das Vergaser mir nicht absäuft. Und dann ist gut. Motor habe ich jetzt schnell wieder am Laufen von dem Auto, das mache ich mir keine Gedanken drum. Da lief einfach mal. Hier ist Marco seine Ape, seine alte Ape, die haben wir hier erstmal untergetüdelt. Der Wind, der Sinn ist echt kräftig geworden letzte Tage, ne? Weil die ist noch ein bisschen planlos, wenn ich jetzt damit mache. Weil die war ja so ein bisschen Schlachter für unsere Fernsehape. Und die würde ich gerne als Selberträger irgendwo hinstellen. Aber es ist immer so ein Ding halt, die Zeit halt, ne? Also wir könnten echt hier 10 Leute beschäftigen, rein theoretisch. Für ein paar Wochen, das wird so klappen, aber finanziell leider nicht. Hier der Volvo, den kennt ihr. Das ist der V70 Diesel. Der Wagen ist fertig. Der ist TÜV-fertig. Der kann jetzt zum TÜV hin. Den haben wir fertig gemacht, komplett. Auch sauber gemacht, wie schön sauber der geworden ist. Ja, hat noch hinten eine Aufkleber gekriegt, Langzeitgurke. Der geht die Tage zum TÜV und dann kann der auch im Verkauf. Der läuft echt ganz cool. Ne? Ja, der Chevy ist ein Problem, finde ich auch. Auch der Radlauf ist vergammelt und sowas. So ganz geil ist der jetzt nicht. Hier ist doch der Schlachter Ascona, den ich dann noch schlachten kann aufgrund von Papieren. Übrigens ein ehemaliges Auto von Ruven. Sehr interessant eigentlich, die Story. Aber da erzähle ich dir jetzt ein bisschen mehr drüben. Hier ist der rote Jetta, der von Udo stammt. Der steht hier auch noch und wartet tatsächlich, weil ich noch keinen Platz für ihn habe. Der soll noch mal in die Halle rein, jetzt zum Winter hin. Weil den will ich ganz gerne mal im Winter machen, so ein bisschen. Weil so ein Aufbereitungsprojekt will ich rausmachen. Erstmal optisch, dass der richtig gut aussieht. Aber momentan habe ich den Toledo vorgetüdelt, weil der Toledo weniger Arbeit ist als der Jetta. Ne? Ja, das ist ungefähr das, was ich auf dem Hof stehen habe. Hinten. Wir können aber gerne nach vorne gucken, wenn ihr wollt. Gehen wir nach vorne, dann kriegt ihr da mal einen aktuellen Blick. Und dann haben wir eigentlich alles durch, so ziemlich, was hier rumsteht. Also krammäßig ist bei uns eigentlich alles. Der Calibra ist verkauft. Der Jetta muss laufen, ja, aber wir müssen uns vorstellen, Jetta hat nicht so einen mega fetten Markt, ne? Das heißt, der Wagen ist halt so eine, will ich sagen, eine Großbaustelle, aber der ist auf jeden Fall eine Woche Arbeit, okay? Eine Woche Arbeit ist an diesem Jetta dran, mindestens. Das heißt, die müssen wir erstmal finden, die Zeit. Und dann, solange wir noch Projekte haben, die ein bisschen einfacher sind, nehmen wir die halt, ne? Genau, ich habe mir schon mal jemand getüdelt in der VHS-Lackierung. Aber fängt er ja morgen mit an. Da kriege ich ja endlich mal ein paar Bilder. Ich will aber die Tage mal vorbeifahren, weil ich wollte eigentlich für euch so ein bisschen tüdeln. Der Schlachter Calibra ist auch bei Dominik. Das ist der Schlachter für den anderen Calibra. Weißt du, da haben wir so ein All-in-One-Ding rausgemacht, dass er den oben drauf kriegt. Weil ich habe von dem Calibra habe ich nur einen Teil behalten, den Cut. Das war's, den Rest konnte er haben. Gibt alles für Marc, warte mal, Jetta. Ja, klar, Jetta kommt seine Zeit. Wenn der Jetta jetzt keine Zeit kriegen würde, hätte ich ihn auch nicht für 750 Euro vom Schrottplatz gekauft. Das ist viel Geld für ein Schrottauto Jetta, der nicht läuft. Ne? Weil so nebenbei er merkt. So, warte mal, machen wir hier noch das Tor nochmal auf. Dann zeige ich auch nochmal eben den Außenblick, was hier noch so rumsteht. Damit ihr auch da was, da den aktuellen Stand habt, habt doch alle Autos gesehen. Fährt der Ape auf den Schrott? Nein, ich speise der Ape nicht auf den Schrott. Eine Ape mit Papieren speise nicht auf den Schrott. Keine Chance. Nee, Schrott gibt's nicht. Dann haut die lieber für 500 Euro in eBay, dann kostet trotzdem noch einer. Übrigens, ich habe das Hochrad hier inseriert. Für 350 Eier. Würde ich hierfür aber nicht ausgeben. Würde es ein bisschen weniger verkaufen tatsächlich. Weil es hat einige Blessuren, das Ding. Hier ist der Kackburg. Mein aktueller Daily. Ich habe da schon wieder 3.500 draufgefahren, seitdem ich wieder fahre. Ich bin Vielfahrer, ne? Also das ist kein Wunder eigentlich. Hier noch, hier steht der R5 auf dem Hof vorne, steht hier einfach ganz, ganz, steht hier so ganz unvergolten, aber wie gesagt, der ist halt noch nicht fertig. Alter, guck mal, wie das Dach, sieht das? Wie so eine fluoreszierende Wirkung. Das ist ja gruselig, Alter, guck mal, sieht das? Achte mal drauf, achte mal aufs Dach jetzt. Das ist ja, Alter, friert das oder was? Nee.
Das sieht ja voll komisch aus. Sieht das? Ich finde, dass eine Alien-Scheiße oben drauf ist. Ach, was, oder habe? Ja, Mann. Hat der Passat das auch? Hier, gucken wir hier. Nee, der war's nicht. Das ist ja komisch. Nee, ja, der ist halt. Haben wir keinen Frost. Es müsste Feuchtigkeit sein, ja. Der ist noch nicht ganz fertig. Der braucht noch einen Sensor und dann kann der an nichts vom TÜV. Und dann werde ich ihn hoffentlich auch bald mal los. Wäre mal ganz schön. Er steht halt schon lange hier vor, ne? Weißt du, also vor der Halle kamen wir halt noch nicht zu bisher. Ich will mal hoffen, der Motor läuft noch nicht so richtig geil. Der läuft so ein bisschen so Leerlaufsägen, schlechte Gasannahme. Ne, ich hoffe, das ist der Temperatursensor. Und wenn nicht, muss ich nochmal den Motor halt mal gucken. Ansaugbrücke, Nebenluft checken. Getüdel, ne? Aber ich glaube, das ist der Sensor, dass es ein Einspritzer ist. Sonst ist der fertig, der ist durchgeschweißt. Natürlich ist er nicht gut gemacht. Ne? Guck mal jetzt hier so, guck, seht ihr hier? Den haben wir geschweißt hier, haben wir noch weiß angepinselt. Der Scheibenrahmen, den haben wir auch nur weiß angepinselt. Mit Streichen, siehst du das? Den haben wir einmal komplett gestrichen. Hier. Passat, den kennt ihr. Das ist der 3BG, den ich vom Bauernhof geholt habe letztens. Der steht halt noch unverändert hier. Aber der steht ja auch ganz gut, weil der hat keinen Cut, den man klauen kann. Weißt du, und der steht hier halt einfach nur. Das ist okay. Das darf er auch. Was soll ich sonst damit machen? Ich habe mich noch nicht in der Mache. Ich brauche eine neue Frontscheibe für das Ding. Also für den Arsch. Ne? Mach doch aber bitte eine Probefahrt mit dem, wenn er fertig ist. Ja klar, Renault R5-mäßig übrigens, wenn wir über das Thema Klicks und so sind. Das Projekt war eigentlich ganz interessant. Also hat sich nicht mega geklickt, aber ein cooles Projekt. Spaß gemacht. Das war wirklich so ein Ding. Ich habe den Wagen aus der Community bekommen. Obendrauf, damals, wo ich einen Golf 3 gekauft habe. Und hier, so kam ich halt das Auto. Deswegen schibbeln wir so nebenbei durch. Das Gute ist, der hat bisher halt ein bisschen Geld gekostet. Die Firma ist Gordon-Tausch. Klar, ich fasse den Golf nicht an, du auf. Ich mache dir nur einen Arsch. Aber mein nächstes Prunkstück ist er hier. Der hier, der Astra. Das nächste Baby. Der hier geht weg. Bei Verkaufauto. Und was ihr noch gar nicht wisst, der wahrscheinlich auch. Für den Wagen habe ich einen Käufer. Echt jetzt? Für den Polo. Der geht, der verlässt mich jetzt wieder. Im Museum habe ich einen kennengelernt, der das Ding haben möchte. Ich habe ihm einen Preis dafür gesagt, mit neuer TÜV. Und der Preis war auch sehr fair tatsächlich. Und er meint, er macht das. Deswegen mache ich jetzt neue TÜV drauf. Und wenn er noch haben will, dann nimmt er den. Und wenn er nicht haben will, fahre ich ihn einfach selber. Dann habe ich TÜV drauf gemacht. Habe ich ein Winterauto mit wenig Sprit gebraucht. Endlich! Den Traum! Nee, ich fahr ja im Volvo. Natürlich kriegt er wieder Nachfolger. Nur mal drüber reden. Nachfolger kriegen alle Autos irgendwann bei mir. Aber momentan brauche ich ein bisschen Platz. Deswegen, ich muss drei Autos ins Außenlager stellen. Ne? Und hier drei ins Außenlager und eins will ich da verkaufen. Der Polo geht für 1.800 Euro weg. Der schwarze 86C mit neuen TÜV. Ich muss, ja, Youngtimer Oldtimer Köln, Alter. Bis dann, ne? Hau rein. Das ist das Thema. Ne? Es ist halt so ein bisschen so, ich sag mal, ja gut, das ist ein schönes Auto, der Polo. Ich bin da echt von überzeugt. Gutes Auto. Das Einzige war, ein bisschen Optik hatte. Aber sonst ist er super. Rostmäßig ist er super. Der fährt gut. Ne? Gibt es nicht voran zu meckern. Aber ich will ihn halt immer auf der Bühne haben, durchchecken, neue TÜV drauf machen. Ich habe nämlich keinen Bock auf so eine halbe Nummer, weil da steht ja auch schon ein bisschen was rum. Der schwarze Polo hat ein 1,3er NZ drin. Deswegen habe ich das gekauft. Nee, den Manta behalte ich, Tommy. Den könnte ich. Das Wetter nicht so scheiße werden würde, Mann. Ich würde ja gerne mit einem Oldtimer nach Hause fahren. Also Kackburg ist auch ein Oldtimer. Ich muss in Kackburg wieder tanken. Alter, der Kackburg, ich schwöre euch das. Das Ding, das säuft mir die Haare vom Kopf, ne? Echt. Am Kackburg ist die Handbremse im Arsch immer noch. Das sei es gerissen. Und ich habe es auch noch nicht bestellt, weil ich immer wieder vergesse, das Handbremsseil. Ist nicht schlimm, ich hab einen Stein dabei. Ja, ich bin ehrlich, Mann. Ohne Scheiß jetzt, pass mal auf. Hier Vergleich Kackburg, Kronweg. Den Kackburg, den fährst du nicht unter 12 Liter. Der säuft wie ein Loch. Echt. Zweitaktgemisch. Und hier vor der Halle liegt immer ein Stein. Ich weiß nicht, warum da ein Stein liegt. Beim Kackburg, ne?
Und hier, ein Trabi ist ganz billig, aber ein Farbbuch, sowas fehlt noch. Und der Stein, der vorne ist, den fahre ich immer weg und dann fahre ich immer vor den Stein. Problem beim Carbuch ist folgendes. Beim Carbuch ist der Freilauf im Arsch. Also der ist halt heile. Und ich kriege den aber nicht mal raus. Das heißt, der ist dauerhaft im Freilauf. Das heißt, wenn ich im ersten Gang bergab stehe, ne, dann rollt er den Berg runter. Ne? Wenn ich aber im ersten Gang bergauf stehe, blockiert der. Dann ist er bei Rückwärter kein Freilauf. Das heißt, wenn du das so rummachst, dann kannst du so, entweder musst du bergauf packen oder einen Stein davor packen. Nee, hier liegt. Nee, Wappenteil habe ich sehr wenig. Ich hab kein Ding. Ne? Ach so. Zweitaktheizung? Die Heizung ist gut im Cutblock. R500, 300 Euro mehr für dich, wenn du ihn zu dir holst. 300 Euro mehr für dich, wenn du ihn zu dir holst. Was? Und der untenrum nicht durch ist. Der ist untenrum nicht durch, der hier R5. Aber Udo wird da auf jeden Fall mindestens 600 Euro für haben wollen. Und dann muss er nochmal nach TÜV drauf genudelt werden. Also 300 Euro, Alter, dafür kriegst du keinen R5 mehr. Wenigstens nicht im Dingsen. Für 300 Euro will ich ihn sofort kaufen von Udo. Sofort. Aber absolut sofort. Ohne Zögern. Ich werde ihn da, ich sag mal so, ich werde ihm das nächste Mal 300 Euro bieten für das Ding, wenn ich im Podcast bin. Er wird einfach sagen, nö. Elektro gegen Bordsteinanschlag geht auch ganz gut, ja. Heute beim Dönermann bin ich genauso angetüdelt. Rechts eingelenkt und davor getüdelt. Es läuft. Ja, das hat der Nachteil beim Kackburg, ne? Aber das ist eigentlich nur eine neue Bremse, ein neues Bremsseil einbauen. Ich werde es auch irgendwann mal tun. Irgendwann. Ja, den LKW hat ein Kumpel gekauft von mir. Der Carbon-Verbrauch ist keine Vergasereinstellung. Gino, ich habe zwei Wartburgs. Ich habe einmal den grünen Wartburg da hinten und meinen Kackburg. Und die beide brauchen ungefähr gleich viel. Und du kannst mir nicht sagen, dass beide scheiße eingestellt sind. Der andere ist auch jeden Tag gelaufen, jemand anders. Der Carbon hat Ewigkeiten gestanden. Also Wartburg braucht also mindestens, wenn du so ein Ding fährst, 10, 11 Liter. Mindestens. Und der Carbon braucht halt 12. Und dann halt auch Zweitakt gemischt. Ne? Das tut schon ziemlich weh. Und wenn ich so überlege, ich fahre ja nur Landstraße. Also nur so Dorf, Landstraße, immer die Gerade und meistens immer nur 90, 100, ne? Und ich sag, wie es ist. Ich fahre da mit dem hier. Ich fahre mit dem Kronweg, mit einem 4,7 Liter V8, fahre ich sparsamer als mit einem Wartburg. Auch wenn mir das keine Sau glaubt. Ach, letzte Urbex am Start. Alter, hättest du auch herkommen können. Was sagt dein Test? Du, den Cayenne kannst du 10 Liter fahren. Wenn du gemütlich fährst, fährst du die alle mit 10 Litern. Auch so ein Omega hier, wie den hier. 3000, da fährst du auch mit 10 Litern, wenn du ganz gemütlich fährst. Also die ganz großen Motoren, die schön für Hubraum haben, die kannst du schön in Handgeschaltet sind, kannst du schön niedrig drehen. Tatsächlich, das geht. Wirklich, geht wirklich. Also natürlich müsste ich es drauf anlegen. Ne? Tines Auto braucht mindestens 13, 14 Liter. Der säuft wie ein Loch, weil der permanent Allradantrieb hat. Der Chrysler. Aber das ist nicht so dramatisch, weil der auf Gas läuft. Ne? Den Dachträger habe ich noch drauf, klar. Der Kaki braucht einen Dachträger, ist wichtig. Quapo, darf mir erstmal 10 Liter. Ja, aber der Ronny, hast du Ahnung davon? Den kannst du mir mal einstellen. Kann ja alles sein, dass der Cutburg weniger. Ein sparsamerer Cutburg wäre mir auch lieber. Übrigens, ich habe doch erzählt, ich will den Cutburg abmelden, ne, vor einem Monat oder so. Ich melde ihn nicht mal ab. Ich bezahle 6 Euro Versicherung für das Auto im Monat. Alter, was soll ich denn abmelden? Der Cutburg, der geht richtig schön in die Garage als Winterersatzauto bei mir. Wenn der Golf 1 durch ist, als Ersatzauto, geht der Cutburg da rein. Ein Alter fahrt den Volvo. 300 Euro mehr als du bezahlst. Ach so! Ach so, Entschuldigung, Alter. Pass auf, dann kaufe ich den bei Udo für 2000. Nee, pass auf, der R5 ist folgendes Problem beim R5, okay? Der R5 ist ein Auto, was von der Berufsschule kommt und noch keine, ich glaube, 2000 Kilometer gelaufen hat. Nix. Das sieht gut aus mit deinen Smileys, Alter. Also bist du scheinbar den gleichen Faktor wie ich und das wieder in die Freiheit. Alter, wann machen wir unsere Harztour? 6 Liter ist normal, auf 50 Kilometer. Wollte ich gerade sagen, die saufen, die Dinger. Und der Kakto läuft eigentlich echt gut. Das ist das beste Auto, was ich habe. Den drehst du wirklich, Viertelumdrehung, einmal Motor, zipp, läuft der, sofort. Also es ist ein echt gut laufendes Auto.
Ich habe den Leerlauf ein bisschen hochgedreht. Der Leerlauf ist so ein bisschen bei 1100 Umdrehungen oder so. Christian, Alter, dann schönen Dienstschluss, Alter. Feierabend ist auch mal was Geiles, oder nicht? Was gibt's Neues? Nur Scheiße. Aber das Übliche. Ich habe nicht viel Neues erzählt, außer dass ich den Toledo da gezeigt habe. 2er GTI verbrauchen, na, ja, zwei, oh, das ist billig, Alter. Mit Katatronik? Das ist echt billig. Du kannst sagen, was du willst. Also, das günstigste Auto, was ich persönlich habe, ist die Gurke. Die ist ziemlich günstig. Das 100C steht nebenan in der Halle, Alter. Den hast du lieb geworden, ne? Ich weiß, ich weiß. Mittlerweile ist auch nicht mehr mein Eigentum, der ist verkauft. Aber der bleibt hier trotzdem stehen. Hier, jetzt ist das neue, die neue Ära ist hier oben, da. Jetzt machen wir Seat Toledo. Das ist der neue Shit. Der verbraucht einen Stein mit Schlepp, stimmt, Alter. Das ist so ein Ziegelstein, so ein kleiner, ne? Hast du mit dem LT, ja? Das ist der Plan. Aber der LT soll noch eine Abschlusstour kriegen dieses Jahr. Ich will die Standheizung noch benutzen. Ich habe die Standheizung am LT drin noch nie benutzt. Und ich möchte den LT ja auch mal unter urban Sachen. Also ich will auch mal woanders liegen bleiben. Ich fahre übrigens original so mit dem Ding wieder los. Ich mache nur diese Metallleitung heile, weil die ist mir ein bisschen zu kriminell. Lieber, besser ist es. Man kennt ihn. Ja klar, der Ford säuft ihn noch. Ne? Der Chromweg ist der Vorteil, hat kein Allrad und der hat hier diese komische Viergang-Automatik mit Overdrive und den fährst du wirklich so auf der Landstraße bei 1200 Umdrehungen, deswegen kannst du den Chromweg so billig fahren. Deswegen fahre ich ihn auch so viel, so gerne, weil der halt wirklich die Kombination aus fetten V8, weißt du so, und schnellen Auto und sieht irgendwie geil aus und ist irgendwie so ein Cop-Car und so und hier brauchbarer Spritverbrauch. Macht ihr halt am besten, ne? Also den Chromweg braucht man nicht mal auf Gas umbauen. Das geht auch so, wie er jetzt läuft, finde ich. Ist okay. Bei 10 Liter braucht eine normale 1,6er Passat 35i Gurke auch, wenn du die normal fährst. So einen kombinierten Verkehr, ne? Mit Stadt und sowas. Und der Chromweg ist auch wirklich, also, ich sag mal so, in Stadtverkehr braucht er auch ein bisschen mehr, ne? Aber ich fahre nie in der Stadt. Ich finde, ich fahre nur nach Wilhelmshaven nach Friedeburg. Jeden Tag. Und wenn ich mal in der Stadt fahre, fährt meine Frau, der fährt mit ihrer Karre, die brauchen nur 70 Liter oder so. 70 Liter. Alter Carsten! Guten Abend, Mann. Und ich danke dir für 20 Monate zweiter Tränkhänger, Alter. Toledo, vor dem fand ich besser. Der hat die große Heckklappe. Ja, das kann sein. Obwohl, das ist ja doch der alte Toledo, ne? Tatsächlich. Aber es ist ein Facelift von dem. Welches Baujahr hat der grüne Jetta? Der grüne Jetta ist ein 83er. Also erste Baureihe Golf 2. Ist ein ganz frühes Modell. Alter, ich muss den grünen Polo mal rausholen. Fahre ich heute mit dem grünen Polo nach Hause? Und nehme eine Powerbank für den Golf 1 mit. Gordon, rechne damit, dass ich später komme. Das hatte ich gerade den Golf 1 auf dem Hof, wie es noch warm laufen lassen. Dass die Batterie lädt. Schwer. Ja, es ist halt nur eine kurze Expedition mit dem Ford. Was macht man in LT? Welcher Stalker? Der Wohnmobil oder das Abschleppwagen-Ding? Der Schleppwagen läuft gut. Neue Tachowelle habe ich übrigens hier gestern von Lustig von Udo sofort aus geliefert gekriegt. Also ich hätte eine neue Tachowelle, jetzt wäre Tacho auch wieder. Michi, Alter! Als ob ich Feierabend hat. Du bist doch locker auch noch in der Firma, oder nicht? Von den Taunus gemacht werden. TÜV eigentlich nur. Der Taunus ist eigentlich fertig. Also wir fahren, ich sag mal, der ist wenigstens so weit fertig, dass wir zum TÜV fahren, wie er jetzt ist. Ne? Wir probieren es halt mal. Lass uns eine Mängelliste geben und dann fahren wir eine Mängelliste glücklich oder traurig nach Hause. Eins von beiden. Das ist das Thema. Aber ich glaube, der ist rostmäßig, hat er nichts mehr. Fahren tut er auch. Und diese alten Felgen, die haben sogar eine ABE für die Kiste. Nur halt mit dem Fahrwerk nicht. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück. Der LT, der Camper, keine Ahnung, Thomas, der steht da im Außenlager.